hatten wir uns die wesentlichen Regeln, die man zum Ableiten verknüpfter Funktionen braucht, erarbeitet. Verknüpfte Funktionen waren dabei solche, die aus Addition, Multiplikation bzw. Division entstanden sind. Hier noch einmal die Regeln. Eine weitere, letzte Ableitungsregel fehlt uns noch, und zwar die sogenannte Kettenregel. Sie werden sehen, dass eine ganze Anzahl von Funktionen sich nur nach dieser Regel ableiten lässt. Und diese Funktionen gehen aus einer ganz besonderen Verknüpfung, die also nicht Addition, Multiplikation oder Division ist, hervor. Das wird uns im zweiten Teil dieser Sendung beschäftigen, diese besondere Verknüpfung von Funktionen und ihre Ableitung. Im ersten Teil der Sendung wollen wir zunächst einmal einen weiteren Aspekt der Ableitungsfunktion kennenlernen. Man kann nämlich für eine Funktion Näherungswerte angeben mit Hilfe der Ableitungsfunktion. Und so etwas ist zum praktischen Rechnen sehr nützlich. Zur Einführung in diesen Problemkreis hier ein Beispiel. Bei diesem Wasserbehälter hier hat man eine besondere Einrichtung, um die Höhe des Wasserstandes zu kontrollieren. Und zwar geht das über diesen Schwimmer hier, der seine Position je nach Wasserstand verändert. Und über einen Zug wird hier oben dann ein Potentiometer betätigt, an dem liegt eine Spannung an. Und über ein Messgerät kann man dann die Veränderung der Spannung ablesen. Man braucht so etwas bei Regelungsvorgängen, wenn zum Beispiel in einem Wasserbehälter die Druckbelastbarkeit am Boden, die ja von der Höhe der Flüssigkeit abhängt, nicht überschritten werden darf. Und dann zeigt dieses Gerät hier die Änderung des Wasserstandes sehr genau und empfindlich an. Sie sehen, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wasserstand und der Spannung. Versuchen wir diesen Zusammenhang einmal herauszubekommen, indem wir messen. Wir messen also U in Abhängigkeit von H. Die Spannung ist in Volt gegeben, der Wasserstand in Dezimeter. Und für 0 und 1 Dezimeter haben wir beim Aufbau dieses Versuchs schon die Spannung gemessen. Jetzt für Wasserstand 2 Dezimeter. Wir lesen ab 4 Volt. Und jetzt erhöhen wir den Wasserstand. Drei Dezimeter, da haben wir 9 Volt. Und bei 4 Dezimeter 16 Volt. Tragen wir diese Werte einmal in einem Koordinatensystem auf. Würde man noch bei den Zwischenwerten messen, würde man folgende Funktion erhalten. Das ist eine quadratische Funktion mit der Funktionsgleichung u gleich h². Nennen wir diese Funktion f. Zu Beginn der Sendung sagte ich Ihnen, dass man zum praktischen Rechnen oft für eine Funktion Näherungswerte braucht, die man mit Hilfe der Ableitung finden kann. Was damit gemeint ist, will ich Ihnen einmal an dieser einfachen Funktion hier, die wir ja gut überschauen, zeigen. Und wir wählen dazu einen relativ großen Ausschnitt. Wir legen einmal an der Stelle 1 Dezimeter eine Tangente an die Kurve. Diese Tangente ist entstanden aus einer Sekante. Hier die Sekante und ihr Steigungsdreieck. Die Steigung der Sekante ist ja Delta U durch Delta H, Gegenkathete zur Ankathete. Und wir wissen, dass der Limes von Delta U durch Delta H für Delta H gegen 0 gleich F' von 1 ist. Das heißt, Steigung der Tangente
an der Stelle 1. Befinden wir uns nun relativ nah an der Stelle 1 Dezimeter, etwa 0,5 Dezimeter davon entfernt, dann sehen Sie, dass die Steigung der Sekante in etwa so groß ist wie die Steigung der Tangente. Und dafür schreiben wir, Delta U durch Delta H ist ungefähr F' von 1. Delta U durch Delta H ist ja die Steigung der Sekante und F' von 1 die der Tangente an der Stelle 1. Das Ungefähr-Zeichen kommt daher, dass wir eben einen kleinen Fehler machen. In der Größenordnung dieses Stücks hier. Für Delta U kann man jetzt auch schreiben, Delta U ist ungefähr F' von 1 mal Delta H. Und dies hier ist eine Näherungsformel. Man kann das Stück Delta U ungefähr ausrechnen, indem man F' von 1 bildet und mit Delta H multipliziert. Ungefähr, das heißt, man macht einen kleinen Fehler. Aber wenn man nahe genug bei der Stelle 1 Dezimeter bleibt, dann sehen Sie, ist diese Näherung für Delta U ganz gut. Und wie gut unsere Näherungsformel ist, das wollen wir jetzt einmal nachprüfen, und zwar am Experiment. Wir wollen zunächst Delta U genau bestimmen. Wir gehen aus von einem Wasserstand von einem Dezimeter, wir haben unser Gefäß bereits wieder geleert, und erhöhen diesen Wasserstand um einen halben Dezimeter. Und wir wollen beobachten, wie dabei die Spannung steigt. Wir beobachten also Delta U. Also, bei Wasserstand 1 Dezimeter haben wir eine Spannung von einem Volt. Und jetzt erhöhen wir den Wasserstand. Und wir lesen eine Spannung von 2,25 Volt ab. Das heißt, bei Wasserstandserhöhung um einen halben Dezimeter ist die Spannung um 1,25 Volt gestiegen. Also Delta U ist 1,25 Volt. Das ist der tatsächliche Wert für die Spannungsänderung. Und jetzt unsere Näherungsrechnung. Hier zunächst die Näherungsformel. Und wir rechnen auf der rechten Seite aus. Zunächst f' von 1. Unsere Funktion f ist ja u gleich h². Die Ableitung davon heißt 2 mal h. Und wir setzen 1 ein und bekommen 2. Mal Delta h, das war die Änderung des Wasserstandes, also mal 0,5. Gleich 1 Volt. Und das hier ist die Näherung für die Spannungsänderung. Und Sie sehen, zwischen dieser Näherung und dem tatsächlichen Wert besteht eigentlich gar kein so großer Unterschied. Wenden wir unsere Näherungsformel noch einmal auf eine andere Stelle der Funktion an. Wir gehen aus von der Stelle 3 Dezimeter und legen dort die Tangente an die Kurve. Jetzt die Sekante und ihr Steigungsdreieck. Delta H ist in diesem Falle 1/4 Dezimeter, also 0,25 Dezimeter. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennen Sie, dass zwischen der Sekante und der Tangente kaum noch ein Unterschied ist. Und jetzt rechnen wir die Näherung für Delta U aus. Hier unsere Formel und hier steht eben in F' diese Stelle 3. Rechnen wir das aus. Die Ableitung ist 2h, 3 eingesetzt, ergibt 6 mal Delta H. Das hatten wir 0,25 gewählt. Und man bekommt 1,5 Volt. Das ist die Näherung für die Spannungsänderung.
Den tatsächlichen Wert für Delta U ermitteln wir wieder im Experiment. Lesen wir zunächst bei 3 Dezimeter Wasserstand die Spannung ab. 9 Volt. Und jetzt erhöhen wir um 0,25 Dezimeter. Hier beträgt die Spannung 10,51 Volt. Bei einer Zunahme des Wasserstandes um 0,25 Dezimeter hat sich also die Spannung um 1,51 Volt geändert. Und Sie sehen, diese Näherung ist wirklich sehr gut. Das liegt eben daran, dass wir nahe bei der Stelle 3 Dezimeter den Zuwachs der Funktion, also Delta U, untersuchten. Ist man nahe an dieser Stelle, dann ist die Näherung auch ziemlich gut. Für das praktische Rechnen hat diese Näherungsformel auch noch den Vorteil, dass man den Zuwachs, also die Änderung einer Funktion, in unserem Fall Delta U, ganz leicht ausrechnen kann. Man bildet die Ableitung an der Stelle, das ergibt eine feste Zahl, und multipliziert mit diesem Delta H. Und dann hat man sofort die Änderung Delta U der Funktion. Halten wir diese Näherungsformel hier einmal als Zwischenergebnis fest. Wir werden im Verlauf der Sendung darauf noch zurückkommen. Kehren wir zu unserem Wassermodell hier zurück. Wir hatten gesehen,